Von mir ist das sehr schöne Erfahrung gsi, aber auch sehr wichtig, dass das meine Geschwister gsi sind. Die haben natürlich beide dunklere Haut. Und viele Leute von außen haben immer gesagt, das kann nicht deine echte Schwester oder Bruder sein. Und von mir war das als Kind sehr wichtig, dass das doch mein Bruder und Schwester waren. Ich habe als Kind her schon immer von den Bergen geträumt. Wobei ich nie in den Bergen war. Wir hatten nie die Möglichkeit, dort zu gehen. Aber irgendwie war das für mich immer etwas Spezielles. Und dann habe ich nach dem Studium oder während dem Studium so mir überlegt, es wäre schön, in der Schweiz mal eine Weile zu leben und einfach auch die Natur zu genießen. So, das war das, was mir motiviert hat, mich in der Schweiz vor einer Stelle umzuschauen. Dabei habe ich Physiotherapie studiert und das war sicher in der Zeit, wo ich studiert habe, sind die Leute noch gefragt gewesen in der Schweiz. Dann war es doch relativ einfach, ein Stell zu bekommen. Was mir am Anfang vor allem gezogen hat, war eben die Natur. Und das war von mir sehr schön, dass ich jedes Wochenende konnte wandern oder Velofahren in der Natur. Das war wie jedes Wochenende Ferien. Von dem her habe ich das eine sehr schöne Zeit, Ankommenszeit erlebt. Was ich etwas schwieriger gefunden habe, ist mit Leuten umzugehen. Die sind immer sehr nett und freundlich gewesen. Und am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, die sind gleich wie in Holland, sehr spontan. Aber mit der Zeit habe ich dann erfahren, dass das doch nicht so ist. Sie sagen zwar, ja, wir würden gerne mal abmachen oder man ladet dich ein, aber es wird nie zustande kommen. Das war so ein wenig die Anfangsschwierigkeit, dass man immer nett ist, was ja auch schön ist. Aber zum wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten, das geht dann einfach wirklich eine Weile. War jetzt aber dann noch mal 3 Jahre weg aus der Schweiz. Und jetzt ist es wie wieder ein neues, doch Heimkommen, würde ich sagen, wieder. Wobei man auch jetzt wieder eine Phase vom Einleben durchlebt. Wir sind mit der Familie vor 3 Jahren im Einsatz in Zimbabwe gewesen und haben dort eigentlich in einem Missionsspital gearbeitet mit wirklich zwischen nur lokalen Leuten. Und das war auch eine sehr schöne Erfahrung, noch mal viel intensiver wirklich ein Ausländer zu sein. Jeder Schritt, den man gemacht hat, hat man uns beobachtet, weil wir halt auch eine andere Hautfarbe hatten. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich auch an das. Und das war auch eine sehr schöne und bereichernde Zeit, wirklich mal in eine noch total andere Kultur eintauchen zu dürfen und zu erfahren, wie Leute auf der anderen Seite von der Welt lebt oder eben überlebt. Aber wir haben auch gemerkt, nach den 3 Jahren wieder zurück in der Schweiz zu kommen, dass wir auch hier wieder ein wenig Ausländer sind und uns müssen gewöhnen an die Schweizer Mentalität. Was uns sehr schwer gefallen ist, ist die viele, viele Regeln, an denen man sich muss halten muss. Dass es ein Leben viel, viel schneller geht hier. Die Druck, die man doch vom Außen viel mehr spürt, viel weniger Zeit. Spontane Abmachungen sind viel schwieriger. Und die aufgestellten Menschen, die würden wir, vermissen wir auch. Die doch in schwierigen Situationen nie das Lachen vergessen. Wenn man im einen Ort ist, dann vermisst man vielleicht die heimische Sache. Und wenn man wieder zu Hause ist, vermisst man halt die Sache von weit weg. Aber ich finde es allgemein sehr schön, dass man sich kann, in verschiedenen Kulturen sich kann bewegen. Ich denke, das tut auch gut, sich aufzustellen, offen zu stellen vor anderen Kulturen, vor anderen Leuten, die anders sind, und daraus zu lernen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man offen ist nach anderen Kulturen, anderen Leuten, offen vor ihrem Brauch, dass man zuhören kann. Nicht nur nach den Wörtern, aber auch nach das, was hinter den Wörtern steckt. Ist schwierig. Ich denke, Heimat ist da, wo man sich wohlfühlt. Da, wo jetzt sicher jetzt die Familie wohnt. Also meine eigene Familie, ich mit meiner Mann und die beiden Kinder. Das ist sicher von mir Heimat. Und aus dem Haus muss man sich dann einfach anpassen an die Heimat, wo man dann reinlebt. Das ist mir schon auch wichtig, wenn ich mal Heimweh nach Holland habe. Und dann lasse ich gerne so holländische Musik. Und wenn ich die Wechsel mache nach Holland, dann habe ich manchmal schon auch das Gefühl, ich bin doch wieder ein wenig eine andere Person in Holland. Aber auch nicht mehr ganz Holländerin. Ich bin auch nicht mehr ganz zu Hause in Holland. Auch Holland hat sich weiterentwickelt und ich auch, ja. Das Vorteil sehe ich, wenn man wechselt vom Kultur, wenn man in eine andere Kultur kommt, sei es in der Schweiz, sei es nach Zimbabwe oder wieder zurück, dass man kritisch zu sich selber immer lernt zu bleiben, dass man offen ist